Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Karriere beim FIFA, nee, nicht FIFA, sorry, beim Football Manager 2020 mit Eintracht Braunschweig. Ja, wir haben am letzten Mal Mannschaftsteile verkauft. Nicht wenig. Also, beziehungsweise Innenverteidiger. Wechsel am 1.7.2019. Sowohl Robin Ziegler als auch Steffen Nkansa. Die Freische. Wie gesagt, wir haben Innenverteidiger. Wir brauchen Innenverteidiger. So. Burmeister. Problem ist, wir wissen nicht. Scouting habe ich dann zum Probetraining. Ein Mittelfeldspieler, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Wobei er natürlich gut allerdings. Beiersdorfer. Scouting-Bericht anfordern, Probetraining. Hendrik Bormann, Torwart brauchen wir auf keinen Fall. Pascal Schorsch zur Kenntnis nehmen, den hatte ich nämlich beim letzten Mal, der ist Niedermeier. Scouting-Bericht anfordern, Probetraining. Tom Schmidtke. Ich muss noch mal ganz kurz was gucken, das irritiert mich total. Wo ist es? Einstellungen, Autosave, Spielrhythmus, Autospeicher. Aber 5, das ist sicherer. Difference und Epic, ja, meinetwegen. Ja, passt alles schon. Scheiße. Ach. Ein Screenflow. Ja. Tastaturbefehle. Ist hier gar keine Musik, das irritiert mich. Übel. Tom Schmidtke. Können wir mal auf die Ausfallliste setzen? Was Gott soll fortgesetzt. Das ist mir zu wenig, das brauche ich nicht. Transfer. Wie gesagt, Beiersdorfer war gar nicht verkehrt. Den hatte ich nämlich auch schon. Lewald und Niemeyer, keine Ahnung. Also ich könnte mir bei beiden vorstellen, dass die passen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs Testspiel. Was schlägt er uns für eine Aufstellung vor? Also, die Spieler, die spielen sollen. Ich würde gerne Marc Pfitzner anstelle von Kammerbauer. Er sollte Box to Box, Fürstner sollte ein verteidigender Mittelfeldspieler.
Porschwitz, ich hätte da lieber Poirier. Wie gesagt, es ist nur ein Testspiel. Gordon. Rechtes Mittelfeld. Das sollte doch der Otto können. Aber so, zack. Kascha, Ziegele. Die Verteidigung, die weggehen wird. So. Entweder verletzt oder nicht spielberechtigt. So, dann gehen wir zum Spiel. Haben wir hier alles richtig? Nein, natürlich nicht. Gut, dass ich nochmal gucke. Passspiel kürzer, Tempo geringer, normal. Standards herausholen. Pass in die Tiefe soll natürlich auch. Das Umschaltspiel soll auf Konter. Gegner Ballbesitz, die Linie nicht so hoch. So und enger decken. So machen wir das heute. So, dann kommen wir zum Spiel gegen Folien. Das ist die Aufstellung von uns, das ist die Aufstellung von denen. Ich kenne beide keinen. So ehrlich muss ich sein. Und jetzt. Yeah.
sind sie mal konzentriert. Die Statistiken sehen relativ gleich aus. Aber von außen hat man halt nichts gesehen. Geht hier oben ein. Ah, Darmstadt. Aua. Das Passwort gegen Stuttgart, nee. Wünschte. Nee. Weil die ersten ein, zwei Wechsel stehen an. Ich bringe Danilo Wiebe für. Dann bringe ich Mike Feigenspan für Biancardi. Nering für Fürstner. Und den guten Kessel für den Armada. Das sind meine ersten Wechsel. Passiert nicht, jetzt kommen die nächsten Wechsel. Und zwar Kevin Gordon für. Ja, aber jetzt machen wir so. Der Becker kommt für den Schlüter. Der Porschwitz für den Poirier. Taro für den Bär. Und so spielen wir das jetzt. Hier noch einen Wechsel machen oder zwei. Kammerbauer für Fitzner und Kiewski für egal. Nicht seine Position, aber zum wenigstens Spielpraxis beginnt. Jetzt gehen wir wieder auf und aus. Begrüßt euch. Steht das Spiel einfach zu Ende. Ein Wurf von Becker und auf. Tetago auf Heimspann. Zurück zum Becker. Die ganze linke Seite vor sich hat. Treibt den Ball nach vorne, geht in den Strafraum, geht mal raus. Auf Ball. Das ist Kaczynski.
Jetzt wird das Lariat Power. Aber abgefangen. Jetzt die offene Position. Profil dabei aufhalten. In den letzten Minuten der Nachspielzeit, aber abgefangen von Hammerbauer. Feigenspahn auf Kiewski. Biele auf Gordon, der die ganze rechte Seite vor sich hat. Viel Fläche zum Laufen, kurz zu sein. Jetzt. Wir nehmen einen Ball zu Feigenspahn, der wird voll gut. Kein Schuss in ausrichtsreicher Position, eigentlich genau eine Position für. Für die Landsburg, der hat es hier, sie wird neben dem Ausflug. Mal gucken, was er noch mit direkt aufgibt. Ja, er geht dann auf den Ball. Aber Kessel kriegt den Ball nicht auf, weil er noch von mir ist. Er ist kein Schuss. Der ist nicht ausgeführt mit der Schiedsrichter abfallen. So, verlassen wir die Kabine. Loben die Mannschaft und beenden das Spiel. Eintracht Braunschweig kriegt Slavia Prag souverän vom Platz. Das akzeptieren wir natürlich. Das akzeptieren wir natürlich auch. Beide mit ins Trainingslager natürlich. Ja, das machen wir natürlich so, weil wir wollen ja auch hier die neuen mal sehen. Nach Spielfeldveränderung. Auch Niedermeyer wird in Braunschweig zur Probe. Minimal erlaubte, maximal erlaubte Durchschnitt. Das werden, wenn ich jetzt auf maximal gehe. Mach mal so. Ihr wird jetzt eine Woche bei uns trainieren. Ihr seid Schlüsselspieler in den besten Jahren. Wo war denn Niedermeyer zuletzt? Oh, eine Karrierestätte. Bei Freiburg und davor Stuttgart. Eieiei. Stuttgart hat er Stamm gespielt. Hey, hey. Australien hat er jetzt gespielt. Alles klar. Das könnte einer sein. Ich weiß dann auch, wer es ist. Scouting-Bericht über den 1. FC Nürnberg, alles klar. Ach so, Eulenberg ist der Trainer der zweiten Mannschaft. Idris ist ein 15-jähriger Rechtsverteidiger, der für die erste Mannschaft nicht zu suchen hat. Es ist der 1.7. Ja, es ist der 1.7. Das heißt. Eigentlich müsste Steffen Kanser gehen. Witzner will Leier. Das können wir nicht machen, das geht nicht. So.
Die ganzen Vorschläge mal abgearbeitet. Start ins Trainingslager. Spielerverträge laufen aus. Talent vor Durchbruch. Also auf Engelhardt. Das ist. Ich vertag das noch alles. Ich vertag das noch alles. Da kümmert sich Zukunft Booker drum. Da kümmert sich auch Zukunft Booker drum. So, Autoempfehlung. Da war Lethwaldt und Niedermeier. Beiersdorfer im Mittelfeld, der spielt es so. Kevin Gordon auf rechts. Nichts, womit ich zufrieden bin. Dann soll es lieber Schwenk machen erstmal. Darf er dem hier auch mal testen? So, das ist die Aufstellung. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit mit dem Video. Bewertet es ruhig. Kommentare für Spielerverpflichtungen, für Vorschläge und ja. Mir bleibt nichts weiter zu sagen als ciao, ciao, euer Mokka.